Morgenfreunde gepflegter Rockmusik. Herzlich willkommen im kleinen Rockarchiv. Schön, dass ihr wieder da seid. Lasst gerne auch ein Abo, Like oder Kommentar da. Wir freuen uns. Heute geht es ins Jahr 1990 zurück. Eine Band, die 1987 gegründet wurde von einem gewissen Mike Gray und einem gewissen Billy Kalke. Und ehemalige UFO-Musiker. UFO, ja, ich glaube ja. Und zig Umbesetzungen hatte, bevor die ihre erste EP Trouble aufnahmen und geschweige denn ein Jahr später, im Jahr 1990, ihr erstes Album, Fuel for Your Soul. Die Band heißt Jagged Edge. Nicht zu verwechseln mit Jagged Edge aus den USA. Die machen ein bisschen Musik, die mich so gar nicht interessiert. Deswegen, falls ihr die mal googelt, googelt sicherheitshalber Jagged Edge UK. Dann findet ihr sie eindeutig schneller. Die Musiker, die in ständigem Wechsel dort waren, bis es zur Veröffentlichung von EP und Album kam, kamen von verschiedenen anderen guten Bands. Das letztendliche Line-Up bestand dann aus Mike Gray, Billy Kalke und Fabio Del Rio und Matt Alfonsetti. Typisch schwedischer Name. Und wir haben hier ein wirklich straightes, hartes Melodic-Rock-Album. Knackige Gitarren, tollen Gesang, aber leider war dieser Band kein langes Leben beschert. Damals bei der Firma Polydor untergekommen, also gleich einen Major-Deal gehabt, tourten mit Ozzy Osbourne durch England, aber irgendwie wollte es danach nicht weiter zünden. Das Schöne ist, bei dieser Veröffentlichung hier aus dem vorletzten Jahr hat sich mal wieder ein kleines Label, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß nicht, also da lohnt es sich mal auf deren Webseite zu gucken, Bad Reputation Records, zur Aufgabe gemacht, den Gesamtwerk sozusagen mal zusammenzustellen. Insofern findet ihr hier das Album, die EP, diverse Bonustracks, ein paar Live-Tracks, Demos. Das ganze Paket sozusagen. Man kriegt einfach alles von denen. Und das finde ich ist eine schöne Sache. Vor allem das Album besticht durch einen wirklich tollen Sound. Kann ich nicht anders sagen. Es macht furchtbar viel Spaß. Hätte ich dieses Album nicht zufällig auf deren Seite gefunden und auch wenn das sehr 80, 90er Jahre aussieht, das hat mich dann schon angesprochen, hat mich interessiert, frei nach dem Motto, was ist das? Das musste ich dann rausfinden. Ich fand so ein paar Soundschnipsel, fand das gut und dachte mir, das bestellst du mal blind. War kein Fehlkauf. Das Album ist wirklich gut. Macht furchtbar viel Spaß. Es rockt. Und ich kann es echt nur jedem empfehlen, der auf Hardrock mit Melodieprägung steht. Die Gitarrenarbeit, wie gesagt, ist exzellent, wie ich finde. Ja, auch wenn natürlich viele Bands sehr ähnlich sind oder sehr ähnlich klingen. Das ist ja immer das Problem. Und dann so eine Eintagsfliege, sag ich mal, dann hat, das geht dann in der Masse schlichtweg unter. Das ist schade. Aber vielleicht schafft es ja doch noch diese Wiederveröffentlichung ein bisschen mehr Anklang zu finden. Das würde mich echt freuen. Denn die Songs hier drauf sind alle klasse. Allein der Opener, Liar und dann Out in the Cold hinterher, Law of the Land. Klasse Rocksongs, das rockt einfach. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Band. Ich verlinke euch natürlich, was ich so ein bisschen hier bei YouTube finde und auch vielleicht auch noch einen Wikipedia-Artikel. Viel ist da nicht. Es gab sie ja nicht lang. Und dann hoffe ich, dass ihr mal reinhört, vielleicht auch Spaß dran habt und einen Kommentar dazu da lässt. Jagged Edge, Fuel for Your Soul, tolles Album. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wünsche euch einen tollen Tag und Jagged Edge, Fuel for Your Soul. Rock on!